der Normung hat mich am meisten überrascht, dass es tatsächlich Wellen geschlagen hat, was wir gemacht haben als kleines Startup, dass mich die Bundesnetzagentur angerufen hat und mich gefragt hat, was macht ihr denn eigentlich da? Ihn hätten größere Player angerufen und gefragt, was das für ein Programm ist, den Connect, und warum da jetzt jemand meint, eine neue Wireless Safety Standardisierung auf den Weg bringen zu wollen. Da hatten wir gerade erst angefangen und hatten eigentlich wenig Ahnung von dem, was wir da machen. Inzwischen wissen wir eben, dass das auch ein politisches Thema ist, dass man von Anfang an mit allen sprechen sollte, kann und muss. Da spielen wir jetzt so gut mit, wie wir es können, und sind da im Gespräch mit den verschiedenen Stakeholdern und hoffen da eben auch gemeinsam jetzt zu einer Grundlage zu kommen, für Wireless Safety einen entsprechenden Standard oder eben eine Ergänzung einer existierenden Norm auf den Weg zu bringen.